So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update und wie ihr es im Hintergrund schon sehen könnt, der Crash ist da, minus 20%, sogar ein bisschen was drüber, minus 10.000 Euro auf dem Konto. Aber was genau diese Woche los war, das schauen wir uns dann gleich im Wochenrückblick an. Dann reden wir ein bisschen über Terra Luna, weil da doch einige Fragen von der Community aufgekommen sind. Danach schauen wir wieder in die News von Bitpanda. Es gibt wieder einen Haufen neuer Coins, die gelistet worden sind. Und dann springen wir auch schon in die Charts von Bitcoin Best und Bantos. Also starten wir ins Video. So, und im Hintergrund seht ihr auch schon mein Bitpanda Portfolio. Die Gewinner von dieser Woche mache ich euch wieder etwas größer, obwohl es vielleicht heute sogar interessanter ist, wenn wir uns die Tagessieger anschauen. Nach dem Dip sozusagen, Decentraland, Gala, Digital Bits hat ordentlich zugelegt. Ja, also wenn man da den Dip gekauft hat, hat man ordentliche Gains mitnehmen können. Ja, bei mir im Portfolio schaut es nicht so prickelnd aus. Wir sind bei minus 20%, sogar ein bisschen mehr. Also wirklich von 47.000, wo wir da letzte Woche waren, runter auf die 33.000 sogar. Und jetzt erholt sich langsam der Kurs wieder. Also richtig krasser Crash. Auch die Coins, die ich zum Staken gekauft habe, sind richtig abgekackt. Ja. Polygon war kurzzeitig günstiger als Best. Ja. Da hätte sich auch ein Swap rüber gelohnt. Ja. Und ja, Polkadot war auch irgendwas bei 8 Euro, 7 Euro, irgendwas. Also es war schon ein richtiges Blutbad. Ein bisschen Bitcoin habe ich nachgelegt, aber die liegen auf Celsius, nicht auf Bitpanda. Und ja, ein paar Altcoins werden sich nicht so holen, so wie Terra Luna zum Beispiel. Da haben wir echt krasse Bilder gesehen, ja. Also ich blende es euch hier jetzt nochmal ein von einem Typen, der hatte fast 3 Millionen in Luna, ja. Dann ist der Coin gedippt und er hat gedacht, er kauft nach, hat nochmal seine Position fast verdoppelt. Hier geht es. Nur ums Geschäft. Und dann waren das nur noch $1.000. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich nichts mehr wert. Angriff auf Terra Luna. Also Terra Luna hat den algorithmischen Stablecoin UST rausgegeben. Der Unterschied jetzt zu USDC zum Beispiel ist, dass der nicht 1 zu 1 mit Dollar gedeckt ist und der UST ist sozusagen gedeckt aus einem Korb aus Assets und durch einen Burn- und Mint-Prozess wird eigentlich geschaut, dass der Terra USD immer ein US-Dollar wert sein sollte. Dieses algorithmische Stablecoin-System hat aber auch eine Schwachstelle. Ganz simpel ausgedrückt, wenn der Preis schneller fällt, als der Algorithmus sozusagen schalten kann, dann kann er nicht den Stablecoin ausgleichen und der verliert seine Bindung. Je stärker die Differenz ist, desto schwieriger wird es dann für den Algorithmus und eine Hyperinflation beginnt, was den Coinpreis noch weiter runter senkt. Ihr könnt euch das eh vorstellen, das ist eine Kettenreaktion. Vor 2 Jahren hat Nevin Freeman schon auf der Bitcoin-Konferenz davor gewarnt, vor algorithmischen Stablecoins. Ich habe euch das hier jetzt nochmal rausgesucht. The biggest risk, the thing that could go really massively awry with stablecoins, that could be terrible for the crypto world overall, is if there's an algorithmic stablecoin that has no backing, that just has a sort of algorithmic mechanism that's meant to keep it stable, which we tried really hard to figure out one that would work in a stable relative to you know, whatever their oracles are pinging the price of. It could be the dollar or the euro or gold or what have you. But there's a category called algorithmic stablecoins. I would put Terra and Celo in this category. There are a number of others. Basis was like this and they never launched. The thing that could happen is one of those could launch and be marketed very effectively and be significantly adopted. It could even happen in a market where people really, really need a stable currency and don't have one, and that's why it gets massively adopted. People who are not crypto speculators, people who just want to preserve their savings.
If that protocol then blows up economically and falls apart, and the price of that goes, you know, down half or close to zero, regulatory backlash. Imagine if we were sitting here today talking about how great our stablecoins were, where it had already been the case that like a $1 billion stablecoin had collapsed and lots of innocent people had lost their money. You know, it would be a very different situation. And that really could happen. There are economic experiments being run with some stablecoins that I believe personally could go that direction. And so I think the worst thing that could happen is if one of those gets really big before it fails. Yeah, it's like they hard code economic theory into a thing, let it go, and it runs, and then... And to be clear... Ja, und das ist jetzt auch wirklich passiert. Also Terra ist immer größer geworden, aber diese algorithmischen Stablecoins haben auch eine Angriffsfläche. Freddie Reynolds hat am 25. November 2021, ja, und diese BIT-Konferenz, die ist auch schon 2 Jahre her, ja, und der hat hier genau erklärt, wie man Schritt für Schritt diesen Angriff auf Terra Luna durchführen kann. Wenn euch das interessiert, habe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung reingepackt. Der war auch nicht der einzige, es gibt viele Leute, die gepostet haben, dass sie schon fette Shorts auf Luna aufmachen. Und es ist auch immer interessant, wie der Doc One von Terra Luna da immer antwortet. Also der ist, also ich würde mal sagen, Karma hat den echt getroffen, weil 8 Tage davor, ja, hat er noch groß geredet. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. Oh, 95% are gonna die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. But there's also entertainment in watching companies die too. There's entertainment. Oh man, that's so evil. Also ich finde krass, wie er einfach sagt Entertainment, ja, als wäre es lustig, wenn die Leute ihre Kohle alle verlieren und jetzt ist er selbst davon betroffen. Auch wenn man sich so andere Kommentare von ihm anschaut, ja, wo er Leuten geschrieben hat, have fun staying poor, I don't debate the poor on Twitter, you still poor, Fragezeichen. Ja, und weil mich einige gefragt haben, was passiert jetzt mit Terra, also Terra wird wahrscheinlich delistet werden von allen Börsen. Auf Binance kann man es auch schon nicht mehr traden. Also ich glaube, das ist jetzt dann vorbei bald. Sie haben zwar auf Twitter geschrieben, dass sie die Blockchain anhalten, um einen Plan durchzuführen. Und so wie ich das verstanden habe, wollen sie auf einen Snapshot, der vor der Attacke war, zurücksetzen. Ich habe zum Spaß $2 genommen. Jetzt habe ich 692.000 177 Luna, die jetzt im Moment $5 noch wert sind. Lustig ist auch die Lending-Rate, die man momentan auf FTX bekommt. Zeitweise war die auch auf 3650%. $1 habe ich noch sozusagen, den habe ich noch gar nicht ausgegeben. Da die Orders wurden gar nicht gefüllt. Das können wir uns hier anschauen, hier unten. Also bei 0,000025. Ja, das war das Niedrigste, was ich eingeben konnte. Niedriger ging es nicht. Ja. Und da habe ich einfach 50 Cent, 2 Millionen und dann einmal bei 0,000005. Also das fürs Doppelte eine Mille. Und dann hatte ich nochmal zweimal 50 Cent Orders, die gefüllt worden sind. Also ich würde das nicht nachmachen oder so. Ich habe das einfach nur zum Spaß gemacht. Jetzt kriege ich aus Spaß halt extrem viel Luna, weil die Raten sind so hoch, also 3652%. Jetzt im Moment kriege ich pro Stunde 2870 Luna. Ja. Und ja, ich weiß, dass die Coins keinen Wert haben und dass die Coins auch nicht wieder steigen werden zu 99,9%, aber ich fand es einfach nur lustig. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn sie das Ganze zurücksetzen, was mit den Coins passiert etc. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich glaube eigentlich, dass das Projekt tot ist. Also ich würde da kein Geld rein investieren. So, aber jetzt wieder zurück zu Bitpanda. News gab es jetzt nicht viele, außer die Irina Scarlett, Chief Growth Officer von Bitpanda, wurde nominiert fürs Diversity Role Model of the Year. Sonst gab es nur neue Coins. Wir haben Audio, Hi, Iris, TVK, Voxel, AGLD, BNX, EFI, Lux, also Lux kenne ich von LuxRare, von dem NFT-Marktplatz ist das der Token, und Movieblock, MBL, Pla und GMT von Stepin, das waren jetzt alle neuen Coins. Ihr könnt auch dem Team 40 folgen auf Twitter, den Link habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Da bekommt ihr auch immer eine Nachricht automatisch von einem Bot, sobald ein neues Asset auf Bitpanda online geht. Der Team 40 Bot postet euch dann automatisch, welche neuen Assets dazugekommen sind, wie viele gesamt verfügbar sind.
teilweise ist diese gesamtverfügbaren Assets buggy, muss man dazu sagen, ja, wenn viele Assets auf einmal gelistet werden. Aber auf jeden Fall sieht man die neuen Coins immer sofort, noch bevor sie Bitpanda postet, ja. Also der Bot ist da schneller als Bitpanda. So, aber kommen wir jetzt nun zu den Charts. Wir starten mit dem Bitcoin, also BTC, USDT auf Binance, auf dem Ein-Tages-Chart sind wir hier. Und wir sind von 48.000 auf die 26.7 hier runtergefallen. Ja, und wir sind genau durch die 28.000 und dann haben wir hier eine leichte Erholung jetzt gesehen. Ob die von Dauer sein wird, weil mich ein paar Leute gefragt haben, ist das jetzt schon der Boden? Das sehen wir erst über einen längeren Zeitraum. Also wenn wir jetzt hier so zicki-zacki machen, es kann auf jeden Fall auch noch tiefer gehen, muss aber nicht. Ja. Also es kann auch sein, dass wir hier jetzt guten Support finden. Wie gesagt, es ist hier so ein bisschen zickzack, zickzack, zickzack gehen. Ich muss auch sagen, es ist jetzt extrem viel Panik im Markt gewesen. Ja. Die Leute haben extrem viel Geld verloren. Auch Leute, die gedacht haben, sie sind safe in ihrem Stablecoin, ja. Und das überhaupt nicht erwartet haben, haben wir jetzt viel Geld verloren. Also es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt noch weiter runtersacken und ganz langsam ausbluten. Ja. Jetzt nach so einem Crash kann man auf jeden Fall ein bisschen was in die Coins reinlegen, die man gerne hätte. Nur man sollte nicht alles reinhauen, weil wie gesagt, es kann auch nochmal runtergehen. Kommen wir nun zum Best Chart, weil der hat eigentlich genau dasselbe gemacht. Also wir sehen hier die Bewegung runter und bei 55 Cent. Haben dann doch genug Leute wieder nachgetankt. Jetzt der BTC auch wieder gestiegen. Jetzt steigt der Best-Preis langsam mit. Es sind ca. 300.000 Best bis zu den 1 Euro auf der Pro, die verkauft werden wollen. Also 6 Henrys sozusagen, wenn wir es in Henrys rechnen, also 50.000 Best. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie jetzt der Burn ausfallen wird und ob wir am Dienstag dann auch die wöchentlichen Best-Rewards kriegen oder ob das noch länger dauern wird und wir nur unsere Staking-Rewards kriegen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt darauf. Da werde ich auch nochmal ein extra Video dazu machen, dann am Dienstag mit den Staking Rewards, wie das Ganze gelaufen ist. Ja, mein Wunschszenario wäre so eine V-Shape Recovery, so. Aber ich glaube, wir werden auch wie der Bitcoin verfahren. Das heißt, wenn der jetzt so herumzickelt, glaube ich, werden wir da auch so ein bisschen herumzickeln. Außer Bitpanda hat noch eine Überraschung auf Lager, vielleicht ein Launchpad, NFT Marketplace, wer weiß, was das Jahr noch auf uns zukommt, was sie dann noch announcen werden. Das Staking-Timing war jetzt nicht das Beste, auch Terra Luna war von Anfang an beim Staking beim Bitpanda dabei, da haben sicher auch ein paar Leute investiert und Kohle verloren, also betrifft sicher die ganze Community. So, aber schauen wir noch zum Bantos und da haben wir eigentlich fast dasselbe Chartbild, also starker Abfall und jetzt haben wir diesen Bounce, je nachdem wie sich Bitcoin verhalten wird. Glaube ich, wird es hier auch weitergehen. Der ganze Markt orientiert sich an Bitcoin. Gut, Bantos ist ja völlig durchfinanziert. Interessiert sie eigentlich nicht, was der Markt macht. Die müssten die nächsten Jahre locker durchkommen. Also sollte die Entwicklung von Bantos jetzt irgendwie nicht beeinträchtigen. Für die Leute, die sowieso eine Node aufstellen wollten und dann eine größere Summe an Bantos staken, ja, für die ist das jetzt ein idealer Einstiegspunkt. Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen runtergeht, wie gesagt, einfach die Summe splitten und dann einfach über einen vordefinierten Zeitraum immer wieder kleine Tranchen nachlegen und so einen guten Durchschnittspreis zu bekommen. Ja, ich würde mich ja über eine schnelle Erholung freuen, würde mich aber nicht darauf verlassen. Wie gesagt, es kann auch eine Zeit lang noch jetzt so seitwärts zickzack gehen. Im Orderbuch ist nicht viel, also sind so 300.000 Panthers auch, die da im Orderbuch liegen. Ja, vielleicht schafft es der Panther sogar noch die Woche über die 10 Cent. Ja, das war es auch schon wieder von dieser Bitpanda Portfolio Update Folge. Ich weiß, es war nur eine kurze Folge, nicht vergessen. Auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein, also lasst den Kopf nicht hängen, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video.